In einem Emotionspsychologie-Lehrbuch findet man viel über Trauer, Verachtung, Ärger, Angst, aber kaum was zu Facetten von Freude. Das gab es nicht. Lachen kam nicht vor. Das ist ja nicht traurig. Ja? Das ist eigentlich traurig, ja. Genau. Die Emotion, Erheiterung, Ausdrucksformen und Bedingungen. Also es ist nicht sehr witzig, oder? Was macht glücklich? Wir sind eigentlich überzeugt und liefern viele Belege, dass der gute Charakter in seinen vielen Facetten, also ein tugendhaftes Leben, längerfristig glücklich macht. Was macht denn unglücklich? Also wenn man dieses viel Geld hat und es nicht ausgibt und nicht spendet, was sind so typische Faktoren, die unglücklich machen? Vergleich mit anderen. Also wenn ich mich immer an anderen messe und sehe, es gibt ja immer irgendeinen, der etwas noch besser kann oder noch hübscher ist oder reicher ist. Und wenn ich das immer als meine eigene Messlatte habe, das ist schon ein Garant für eher unglücklich werden. Ich denke, ich habe etwas sehr, sehr früh erlebt, was heute auch Forschungsthema ist, nämlich Flow und dieser Zustand des Aufgehens in einer anspruchsvollen Tätigkeit, der macht glücklich, ja, der hat eine gewisse Funktion und Flow, also dieses Aufgehen in Herausforderungen kann man beim Fahrradschlauch picken, aber auch beim Gitarrespielen bekommen. Und ich bekomme es beim Statistikauswerten auch. Echt? Ja. Oh ja, das ist okay.